Manchmal ist es schön, wenn man Recht bekommt. Bereits am 2. März habe ich in einer Rede zur Aktuellen Stunde, als es um Stickoxide und die Frage von Dieselfahrverboten ging, darauf hingewiesen, dass den Grünen das Thema wegläuft. Hören Sie mal kurz rein. Nun, das ist ganz einfach. Ihnen läuft das Thema davon. Hält nämlich der nachgewiesene Trend der Luftverbesserung noch circa 3 bis 4 Jahre an und alles sieht danach aus, dann wird die Liste der Städte, die die jährlichen Luftreinhaltungskriterien verfehlen, kürzer und kürzer werden und schließlich ganz leer bleiben. Der Focus bestätigt nun in einer seiner letzten Meldungen genau das. Die Luftwerte in Deutschland werden immer besser, auch ohne Fahrverbote, und die Deutsche Umwelthilfe reitet hier ein totes Pferd. Gleichzeitig attestiert der Focus, dass es der Deutschen Umwelthilfe gar nicht um die Reinhaltung der Luft geht, sondern um die massive Einschränkung, wenn nicht sogar Abschaffung des Individualverkehrs. Damit geht aber auch eine massive Einschränkung unserer individuellen Freiheit einher. Zu entscheiden, wann wir wohin wollen, das ist ein Ausdruck unserer persönlichen individuellen Freiheit. Wir stehen zur individuellen Mobilität. Wir stehen zum Dieselmotor, wir stehen zur deutschen Automobilindustrie und wir stehen für die individuelle Freiheit, selbst zu entscheiden, wann und wie wir wohin fahren. Nur dafür die AfD. Vielen Dank.